Halli, liebe Freunde, und damit ein allerherzliches Willkommen zu Cry of Fear. Was so viel bedeutet auf Deutsch, Schrei der Angst. Ja, Cry of Fear ist ein Survival-Horrorspiel und der Nachfolger von Afraid of Monster, eine Modifikation für das 1998 erschienene Computerspiel Half-Life 1. Ist natürlich von den Entwicklern Team Psych Kalle und von dem Designer Andreas Remberg. Veröffentlicht wurde das Ganze natürlich am Februar 2012 und ist für die Plattform PC. Spiele-Engine ist Ghoul Source und Genre ist Ego-Shooter Survival Horror. Ja, ich werde das Ganze natürlich jetzt nicht als Let's Play präsentieren, sondern einfach nur als Let's Test angespielt. Ja, ich denke mal, wir werden auch gar nicht lange drum rum blödeln hier und werden einfach mal hier auf New Game gehen und gehen mal hier auf Easy, um auch ein bisschen was zu zeigen, weil ich bin ja so ein kleiner Schisser hier in Horrorspielen und deswegen halt auch dem Pussy-Modus. So. I've always felt alone. My whole life. For as long as I can remember. I don't know if I like it or if I'm just used to it. But I do know this. Being lonely does things to you. And feeling shit and bitter and angry all the time just eats away at you. Andreas Röhlenberg. James Mahat. Jodie Boehmer. What happened?
Tja, da sind wir auch schon zurück. Und zwar sind wir hier ausgerüstet mit einer Kamera. Hoch. Die wir hier natürlich benutzen können. Ich weiß natürlich jetzt nicht, wo wir uns hier direkt befinden. Ob es irgendwie eine Art Traum ist oder sowas. Wir gehen einfach mal und folgen dem weißen Kreuz. Oh. Mit der Kamera scheinen wir sozusagen also Türen zu öffnen. Wieso komme ich hier nicht durch? Ach, ich musste rüber hüpfen, okay. Sehr ungewöhnlich, aber naja. Scheint wohl eine sehr hohe Türschwelle zu sein, dass wir halt da nicht rüberkommen. Wir gehen jetzt einfach mal weiter. Oh, hier haben wir wieder weitere 4x'e. Eieieiei. Eine weitere Tür öffnet sich, die wir natürlich zugleich auch beschreiten werden. Und rennen zu dem nächsten Weißnix. Und eine weitere Tür. Was geht hier ab? So viele Türen. Ach du Scheiße. Da lag doch gerade eine Leiche. Eieiei. Oh. Eine Luke. Wo kommen wir jetzt dahin? Rennen wir in unser Verderben oder stürzen wir einfach in die Tiefe? Okay. Hier scheint weiterhin alles dunkel zu sein. Wir schreiten voran. Eine weitere Tür öffnet sich. Oh, jetzt an der Decke. Heilige Makrele. Ach du Scheiße, da hing jetzt einer. Okay. Ein Fenster. Kommen wir da durch? Ich weiß es nicht. Nein, ne? Müssen wir uns irgendwie ducken und springen? Okay. Wir scheinen durch zu sein. Lass mich doch... Alter. Wieso? Mit der Steuerung natürlich WSAD. Wie es ja so üblich ist. So, jetzt sind wir durch. Springen tun wir mit der Leertaste. Und gehen durch die Tür. Und da haben wir ein weiteres X. Ach du Scheiße. Nee. Was geht hier ab? Haben wir jetzt selbst etwa die Scheibe zerschlagen? Oh, eine Tür. Was war denn das gerade? Das Grauen hat einen Namen. Wir wissen es nur noch nicht. So, wir gehen jetzt hier mal weiter. Ich hoffe, dass wir hier bald mal rauskommen irgendwie. Okay. Seltsame Geräusche. Hört sich irgendwie gruselig an. Ein langer Gang, den wir hier lang gehen. Ach du Scheiße. Ich bin... Oh. Alter. Alter, bin ich erschrocken. Das geht ja mal gar nicht. Boah. Mein Herz. Köstlich. Boah. Wir liegen auf dem Boden. Was ist passiert? Wo bin ich? How did I get here? Mein Handy. Wer ruft mich jetzt an? Okay. Kapitel 1.
lost in a city. So, wir sind jetzt hier ausgerüstet mit einem Messer. Mit der linken Maustaste können wir es benutzen. Mit der rechten Maustaste können wir die Haltung des Messerträgers ändern. Okay. Mit WSAD können wir wieder laufen. Mit Escape können wir natürlich ein Pausenmenü aufrufen. Müssen wir hier gucken, welche Taste fürs Menü also ist. Das war natürlich die Chat-Funktion. Denke ich mir mal. So, erstmal wegmachen. So, wir gucken mal hier. Von hier sind wir ja gekommen. Okay. Gehen einfach mal jetzt den Gang hier lang und schauen einfach mal, was passiert. Press. Ah ja, okay. Das ist also unser Inventar. Wo wir natürlich hier unser Handy drin haben, unsere Notizen und unser Messer. So. Auf 2. Alles klar. Und den machen wir auf Slot 1. Und dann können wir immer hin und her switchen. So, das ist unser Handy. Where are you? Come home as soon. Okay. Unser Messerchen. So wie ich gehört habe, soll das Telefon uns natürlich auch als Lampe dienen. Eine dunkle Gasse. Etwas beleuchtet hier. Können wir hier kurz gucken, ob hier irgendwas liegt. Außer nur eine alte Zeitung. Okay. Wir gucken mal. Was war das? Oder wer war das? Mit Shift können wir also sprinten. Also nichts. Blutspuren auf dem Boden. Ich gucke erstmal hier alles ab. Hier ist eine Tür. Okay. Wir gucken hier mal weiter. Oh, hier haben wir ein Schloss. Dafür haben wir natürlich jetzt aber irgendwie noch keine Kombination. Die müssen wir bestimmt erst finden. Help me. Hilf mir. Okay. Gucken, ob wir hier durchkommen. Okay, muss jetzt hier mal kurz. Gucken. Finde ein Code. Ja, wir müssen einen Code finden, das ist ganz klar, ich weiß. Und da haben wir die Tür aufgekriegt. Natürlich habe ich erstmal an der Stelle einen kleinen Schnitt gehabt, weil mir das Spiel irgendwie abgestürzt ist. Ich hoffe, ihr habt es nicht gut mitgekriegt. Und wenn, ist es auch egal. Naja, passiert hin und wieder mal. So, wir sind jetzt natürlich hier durch diese Tür gekommen und werden jetzt hier unseren Weg hier fortbahnen. Mal gucken. Wow.
Es ist schon ganz schön dunkel hier, muss ich sagen. Okay. Ich weiß zwar nicht hier, wo wir hier sind. Die Tür kriegen wir nicht auf. Die kriegen wir auch nicht auf. Dann gehen wir... Alter, was war denn das jetzt, bitteschön? Messe? Was war das jetzt? Ist ja ekelhaft. Okay. Hier ist eine nächste Tür. Eieieiei. Wo befinden wir uns jetzt hier? Eine Steingasse. Ah, mit dem Telefon können wir jetzt also wohl... gucken. Einmal. Okay. Aber ich glaube, ich benutze doch lieber mein Messer. Irgendwie finde ich mich damit ein bisschen sicherer. Ich weiß nicht warum, aber die Tür hier ist auf. Jetzt kommen wir wohl in eine Stadt rein. Oh, 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 oh. Hier ist ein Fahrrad. Hier ist noch ein Fahrrad. Können wir das Fahrrad nehmen? Komm, wir hauen damit ab. Ich will hier nicht sein. Eieiei. Wo sind wir hier? Okay. Hier sind ja überall Gassen. Dunkle. Das gefällt mir überhaupt nicht. Ich bin ja so ein Schisser in Horrorspielen. Aber naja, wir werden uns zusammenreißen. Hoffe ich doch mal. So, wir sind ja von hier gekommen, ne? Oder? Ich weiß das gar nicht mehr. Habe ich mich jetzt verlaufen? Ach, von da sind wir gekommen, okay. Ja, gehen jetzt einfach mal hier die Treppe hoch, würde ich sagen. Gucken, ob hier noch was umher liegt. Nö, ne? Gut. Oh, was liegt denn da? Eine Coke. Eine Cola. Hier ist noch eine Cola. Hier wurde wohl Party gefeiert oder was? So, da ist es dunkel. Oh, ich glaube, ich bereue es, aber... okay, hier kommen wir nicht weiter in die dunkle Gasse. Dann werden wir mal einfach das Licht folgen. Auch wenn man das nicht tun sollte. Okay. Jetzt scheinen wir wohl irgendwie auf einen Innenhof gelandet zu sein. Wow. Was nun? Nein, was passiert hier? Okay. Ja, nun hören wir mal wieder auf. Ist ja gut. Wir wissen doch Bescheid. Ich glaube, Halloween ist vorbei, würde ich sagen. Aber, naja. Ich wollte gerade sagen, ist die Tür hier auf? Ich höre hier eine Uhr ticken. Hier rüber. Was ist das denn hier? Eine Statue? Lost Platz. Führt die Treppe hier irgendwo hin? Oh, was ist denn das? Ein Zettel. Was soll das sein? C? A45? Ach nee, EA45. Okay. Denk mal bestimmt, das gehört irgendwie zum Code mit zu. Denke ich mir mal.
Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Kommen wir da eigentlich weiter? Oh, hier liegt ja noch was. Unforgettable. Okay. Unforgettable. Sollten wir uns das aufschreiben? Ich weiß es nicht. Können wir uns eigentlich nochmal angucken? Ja, ne? Ich glaube, das wird ja bestimmt nicht verschwinden, ne? Falls wir das vergessen sollten wieder. Gut, dann werden wir mal hier weiterschauen. Oh Mann, oh Mann. Ich will ja hier nicht sein. Ich hab Angst. Kommen wir hier irgendwo rein? Ja, wir kommen hier bestimmt nirgendwo rein. Hab ich da gerade was gesehen? Bin ich blöd? Die Tür ist doch hier auf. Da jetzt wirklich reingehen? Okay. Wir sind schon mal in ein Häuschen drinne. Hier tickt auch wieder eine Uhr. Wo ist denn die diese scheiß Uhr? Das nervt ja so ein bisschen. So, wir gucken uns hier mal um. Hier ist ein Raum. Oh Gott, oh Gott. Oh, hier steht ein PC. Muss wohl ein Let's Player sein. Können wir da ran? Username und Passwort. Ja, gute Frage. Okay, ich hätte mir das vielleicht doch mal aufschreiben sollen. Gut, dann gehen wir irgendwie nochmal schnell raus. Würde ich sagen. Und werden uns nochmal schnell die Schnipsel angucken und uns das mal schnell notieren, gell? Irgendwie. So, habe ich jetzt hier auch noch ein Stiftlein und ein Zettelli oder was oder wie oder wo. So. So, das ist hier ein E, ein A und 4, 5. Gut, das erste haben wir. Vielleicht ist das hier der Benutzername. Könnte ja durchaus möglich sein. Und dann gehen wir mal zu den anderen hier hin. Wo war das jetzt eigentlich? Ich glaube, das war hier hinten in der komischen Gasse. Ja, hier war das. Und das war unforgettable. So, U, N, F, O, R, G, I, Doppel T, ein A, B, L, I. So, ich denke mal, jetzt haben wir das vielleicht. Und wir werden jetzt einfach mal zu dem PC zurückgehen. Zu den Let's Player Computer. Und werden dann einfach mal versuchen, die Daten einzugeben. Vielleicht haben wir ja Zugriff dann auf den Computer. Beziehungsweise vielleicht kriegen wir da auch Informationen irgendwie ran. So. Username. E. A. 4, 5. So. O, N, F, O, R, G, E, T, T, A, B, L, I. So, jetzt bin ich mal gespannt. Unglaublich. Jill. Ich glaube, wir notieren uns das mal. Jill-626.
besiegen. So. Von David. Vielleicht ist das ja irgendwie das Passwort für den Schloss oder so. Wer weiß das schon? Jetzt können wir hier am Computer, glaube ich, nichts weiter machen. Gut, dann gehen wir hier mal raus. Aber ich habe irgendwie was gehört, was mir gar nicht gefiel. Und irgendwie traue ich mich gerade nicht umdrehen zu drehen. Alter, da ist doch jemand. Da war doch gerade einer. Alter. Wo ist der hin? Der ist doch hier in der Richtung gelaufen. Spinnig jetzt total. Ich hab doch da einen gesehen. Bin ich besoffen oder was? Gut, wir versuchen mal hier zu dem Schloss zurückzukehren. Vielleicht bekommen wir da was Neues heraus. Gut, hier ist keiner zu sehen. Oh, Alter, ich habe hier echt Bedenken in dem Spiel. Wow. Okay. Gut, hier ist keiner zu sehen. Hoffe ich mal. Oh Mann, ey. Und wieder rein durch die Tür. Kurzes Ladebildschirm. Und da sind wir wieder da am Anfang, wo wir gestartet sind. Und hier ist die Tür. Mit dem Schloss. So, mal gucken. 6. 2. 6. Und 7. Jawohl, das war die Kombination. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nein, wo sind wir jetzt? Ach du heilige Scheiße. Ich will hier nicht. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Okay. Exit. Da ist noch eine Tür. Kommen wir hier irgendwo auch hin? Und die ist zu. Eieieiei. Okay. Jetzt sind wir hier irgendwo gelandet, wo auch immer das sein mag. Steht hier... Alter, ich habe doch da gerade was gehört. Verblöde ich jetzt total? What the? Die Tür geht auf. Jemand will, dass wir da reingehen. Irgendjemand möchte, dass wir da reingehen. Aber liebe Freunde, ich werde natürlich an dieser Stelle beenden. Das letzte Test angespielt. Ich werde es natürlich privat weiterspielen. Ich hoffe, ihr hattet natürlich Spaß dabei gehabt, mir zuzuschauen, wie ich hier vor fast Angst in die Hosen gemacht habe. Und ja, seid natürlich auch wieder das nächste Mal dabei bei einem weiteren Let's Test oder angespielt. Und
nicht vergessen, wenn es euch gefallen hat, schreibt es mir in die Kommentare, liked oder lasst mir auch ein Abo da und schaut auch ruhig mal in meine anderen Projekten rein. Bis dahin, euer Storm.